Von wegen zu kalt. Den einen oder anderen Berliner zog es auch bei Minusgraden in den Tierpark Friedrichsfelde. Und warum auch nicht? Die Luft ist klar und genug Tiere gibt es immer zu bestaunen. Selbst wenn nicht alle am vertrauten Platz stehen. Wenn wir so hohe Frostgrade haben, muss ein Teil, vor allem der tropischen und subtropischen Arten, die ganze Zeit oder zumindest ein Teil der Zeit in den Innengehegen bleiben. Aber auch da sind sie für die Besucher zu sehen. Selbst die Flamingos oder die Pelikane, die sind jetzt in ihren Winterhäusern, die aber durch Scheiben fürs Publikum einsehbar sind. Rutschgefahr besteht natürlich immer, besonders bei Huftieren. Aber generell gilt, wer auf vier Beinen läuft, hat es in der Regel leichter. Bis auf eine Ausnahme. Wirklich gefährdet, was diese Rutschgeschichte betrifft, sind Giraffen. Deswegen sind die jetzt nur in ihrem großen Laufraum, sowohl im Tierpark als auch im Zoo, haben wir ja sehr große Laufflächen innen auch im Haus, sodass das für die Giraffen kein Problem ist. Denn die können schon auf den kleinsten Pfützen oder den Eisstellen ausrutschen und sich schwere Verletzungen oder sogar Brüche am Halswirbel, haben wir mal gehabt, zuziehen. Während selbst die Dickhäuter gerne ein paar Minuten am Tag im Warmen verweilen, damit Rüssel und Ohren nicht anfrieren, freuen sich einige Tiere sogar über die niedrigen Temperaturen. Tiere, die aus den nordischen Gefilden kommen, für die ist das natürlich jetzt so ein Heimspiel, könnte man sagen. Unsere Moschusochsen zum Beispiel, die wirken jetzt besonders aufgedreht. Die Eisbären, denen ist auch im Sommer sehr wohl, die mögen ja so die Sonne, die legen sich auch richtig, sind richtige Sonnenanbeter in die Sonne rein. Aber die haben es natürlich im Winter auch gern, die meisten Bären gehen raus. Allerdings stehen die Raubtiere im Gehege jetzt auf dem Trockenen. Die Wassergräben werden erstmal aus natürlich rein praktischen Gründen, wenn sie gereinigt werden, im Winter abgelassen. Zum Beispiel der Kanal von den Enten auch jetzt am Hirschgehege. Aber bei den Bären, den Tigern, den Löwen, den Wölfen wird das natürlich gemacht, damit dort also kein Ausbruch in Anführungsstrichen erfolgt. Und wer will schon einem freilaufenden Eisbären begegnen? Da sind uns solche Tiere mitten im Schnee schon lieber.